Ja, meine lieben Drachlinge. Ich habe mich jetzt so ein kleines bisschen halt über das Ende gespoilert. Ja, es gibt so ein paar Möglichkeiten. Aber gut. Ich gehe jetzt halt wieder ins Spiel zurück. Und zwar so. Investigation 91, wow. Vorführung des Mythos erfasst wieder im Plusbereich, Sanity und 51. Nervose minus 34, ja. Das geht also, das ist nicht ganz so schlecht. Und zwar haben wir jetzt die Auswahl, entweder nach Kamakura zu gehen. Info? Ja, Info. Ich gehe erstmal zur Info. Die Kavanas sagen, sie können die Maske bereinigen, die Welt von ihrer bösen, von ihrem bösen Einfluss ein für alle Mal beschützen. Sie sagt nicht, was danach passiert. Was wird mit Kazuki und Reiner passieren? Das habe ich mir so ein bisschen gespoilert, da gehe ich jetzt auf jeden Fall nicht hin. Wenn ich das machen würde, würden wir das Ritual machen. Danach werden wir verhaftet. Wow, schönes Ende. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Shinyoko, was hast du für uns? Diese grauenvolle Gasse in Shinyoko ist dort, wo der ist der Ort, wo der Albtraum begann und die den Eingang zur Dunkelheit enthält. Meine einzige Chance, Kazuki zu finden, ist wieder herzukommen, mit der Maske und die Tür zu finden. Vielleicht ist es eine Chance, all dem ein Ende zu setzen. Ja. Wir gehen dann. Ab nach Shinjuku. Ja, dürfen wir dann noch mit anderen reden? Bevor ich noch runter in die Kanalisation gehe, kann ich mal gucken, ob ich mit den ganzen Leuten reden kann, die wir getroffen haben. Ach, Ayami. Muss ich so langsam laufen? Ich werde mal mit Daiso und den anderen beiden reden. Halt! Mädchen, jeder rein, Mädchen, jeder rein. Hallo! Ein Schritt zurück. Wir sind hier vom Ende, wir gehen nochmal da. 10 Leute mit so und wie, ob da irgendwas gesagt wird jetzt oder nicht. Da bist du irgendwas? Nein? Okay. Doch. Oh oh. Besser. Es ist besser, Teil den Alarm zu schlagen. Die Detective ist wieder hier. Verdammt, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, machst du. Ich werde das nicht aus dem Tablet. Mach mich nur ein bisschen lustig über dich. Jedenfalls. Es ist nicht mehr mein Problem. Hä? Ich bin raus von hier. Warte. Der andere Job? Dieser komische. Wird's nicht noch? Ich glaube nicht, dass du mir glaubst, aber ich habe jetzt letzten Endes deinen Ratschlag angenommen. So hell, ich kann es selbst kaum glauben. Wie aufregend. Tja.
Ich dachte nicht, dass dieser Hart heute Detective so dünnhäutig ist. Ja. Jedenfalls, wo gehst du hin? Ich weiß es noch nicht. Aber ich denke, ich verlasse die Stadt. Meine großen Träume sind irgendwo, nicht irgendwo festgesetzt, irgendwo runterzukommen. Und nun in die Tat zu glauben, die Tat jetzt sein. Und nicht wieder in alte Gebräuche wieder zurückzufallen. Es ist so wie, ja, es ist wie den alten Reset-Knopf zu drücken, richtig? Reset-Knopf, ne? So einen könnte ich jetzt auch gebrauchen. Sind die Dinge so schlimm geworden? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht. Der einzigste Weg, es herauszufinden, ist weiterzugehen. Gibt es irgendwas, womit ich dir helfen kann? Schau mich nicht so an. Ich meinte es nicht so. Diesmal leg ich dich nicht rein. Danke, aber. Ich denke, ich muss meine Probleme jetzt selbst in die Hand nehmen. Weißt du, warum ich hierher komme? Das kann ich dir nicht sagen. Ich denke, ich bin einfach so rangegangen. Es hört sich so an, als wären sie die einzigste. Als wärst du die einzige Person, die die Stadt verlassen muss. Schlimme Orte führen zu schlimmen Erinnerungen, die zu schlimmen Entscheidungen finden, wenn du mich fragst. Und ich bin ein Experte in schlimmen Entscheidungen. Weißt du noch, als du mich zum ersten Mal trafst, warst du hier auf deinen Knien. Ich dachte nicht, dass wir jetzt hier stehen und, weiß nicht, freundlich miteinander umgehen. Ja. Viel Glück. Nein, behalt dein Glück. Es sieht aus, als wenn du es mehr gebrauchen könntest als ich. Wir sehen uns, Alter. Ito. Wir sehen uns, Ito. Mann, ist japanisch, immer noch. Errungenschaft freigeschaltet, Diamonds in the Road. Okay. Ah, genau deswegen wollte ich, glaube ich, nochmal hier. Genau, wenn man dann jetzt hier vor dem Ende, vor dem Finale, bei den drei Leuten, Miho, Daiso und dem anderen da hinten, Achievements kriegt, wenn man sie besucht. Vor dem Ende. Links, da ist er. Hey, cool. Sieht er jetzt um? Oh, hey Ayami. Perfektes Timing. Also, was soll das alles? Es sieht so aus, als wenn du gepackt, als wenn du all deine Sachen zusammengepackt hättest. Wie ich schon sagte, perfektes Timing. Ich hieße jetzt. Oh. Und das ist gut. Es ist großartig.
um ehrlich zu sein, das letzte Mal, als ich dich sah, war ich wieder dabei, in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Weißt du? Wieder an alte Erinnerungen zurückzuerinnern zu werden. Aber auf dem schlimmsten Niveau wie möglich. Dann erinnerte ich mich an unser Gespräch an dem einen Tag. Und wie du sagtest, dass dein Vorliebe für die Geschmäcker der saisonalen Gerüchte sind und all das. Es hört sich poetischer an, als ich es gesagt habe, aber ja, ich erinnere mich. Jedenfalls, ich habe mich an den einen Geschmack, an den einzigsten Geschmack erinnert, der mir in den Sinn kommen konnte. Dieser Ort. Raus aus dem Ort, der so bitter ist, wirklich bitter. Dann, verrücktes Ding. Dann kam meine Frau hierher, um mich nach all den Jahren zu sehen. Oh oh. Ja, oh oh, ist das Richtige. Lustigerweise sah sie noch älter aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich war irgendwie an diesen Ort gebunden, aber für was? Ein Leben, das ich nicht leben, das ich niemals leben wollte. Für was auch immer ich niemals glücklich sein wollte oder so. Ich kam zu dem Schluss, dass diesen Ort aufgeben das Einzige war. Und es nicht darum herumkam. Ja? Ich schätze, einige Leute haben wirklich ein Happy Ending. Ha. Wenn du Selbstzweifel als Happy Ending siehst. Es war nicht so billig, diesen Ort hier zu unterhalten. Selbst der Hochzeitsring, den ich ans Pfandhaus verkauft habe, hat nur für für einen kurzen Zeitpunkt der Miete gereicht. Also, was hast du jetzt vor? Nun, Haruto sagt mir die ganze Zeit, ich soll mich ihm anschließen. An seinem Takoyaki-Stand in der Straße. Du warst ja nicht so froh darüber, als wir das letzte Mal darüber geredet haben. Nun, du hattest eine Veränderung des Herzens, oder? Hast du wieder mit Haruto geredet? Nein? Ich konnte es in meinem Gesicht sehen. Er war immer mein größter Unterstützer.
Das Einzige, was ich machen kann, ist halt im Ganzen einfach so zu geben. Nebenbei, mit seiner Hilfe werde ich dann auch wieder mit meiner Tochter in Verbindung kommen. Links sind nicht alle Regenbögen. Aber ich werde sie schon irgendwie. Was ist mit dir? Ich? Was ist mit mir? Was soll mit mir sein? Ah, das ist falsch. Normalerweise müsste er da sein. Hat dieses Idol-Magazin, das ich dir gegeben habe, schlussendlich geholfen? Es hat noch mehr Fragen aufgeworfen, als es beantworten konnte. Beispiel, dass ich dir irgendwie helfen kann mit all dem komplizierten Zeug, was du machst. Kochen ist das Einzigste, wo ich gut bin. Einzige. Es ist so, wie du sagst. So wie du gesagt hast. Dem Pfad einfach weiter folgen. Bis zum bitteren Ende, richtig? Ja, ich schätze schon. Pass auf dich auf, Beto. Und du jetzt denke. Dasselbe gilt auch für dich. Komm mich und Haruto irgendwann mal an unserem Stand besuchen, okay? A change of pace. Pace? Okay, soll das nicht Peace heißen? Egal. So. Mehr weiter. Das gespeichert, aber es fehlt ja noch einer. Weitergehen. Weitergehen. Da müssen wir nicht mehr rein. In den Ort. Von Rainers Vergangenheit müssen wir nicht mehr hin. Ich will nochmal hier reingehen. Bevor ich in die Kanalisation reingehe. Zu ihm. Wie ist er nochmal? Hallo? Büffi? Kobayashi, genau. Ja. Mit deinem bekifften Blick, ey. Oh mein Gott! Du bist es! Hä? Wer? Ich? Ja, du! Ja. Wow. Kann ich dich umarmen? Hey. Dafür gibt es keinen Grund. Bitte berühre ich mich. Warum willst du auf einmal knuddeln? Detective, Sir, Ma'am, ich will niemals. So weit gehen ohne ihre Zustimmung. Es ist nicht, was ich. Oh, vergiss es. Warum bist du so guter Laune? Oh, wir haben es bemerkt. Tada! Was? Ich verstehe es nicht. Ist ein Magier? Nein. Ich habe eine Beförderung bekommen. Können Sie das nicht in der neuen Uniform sehen? Was
ist exakt die gleiche. Warte, eine Beförderung? Du hast eine Beförderung bekommen? Ja. Nachdem du hier reingekommen bist, hat er und mit mir geredet hast, hat der Manager uns gesehen. Und meinte sowas wie, wow, der Junge kriegt Hilfe von der Polizei. Oder, ne, der Junge hilft der Polizei. Er sagte, ich bin wirklich respektabel und was auch immer. Und ich habe den Schlüssel gefunden. Vom Mülleimer? Ja. Es stellt sich heraus, dass ich ein Loch in meiner Tasche hatte die ganze Zeit. Natürlich hast du es sowas. Natürlich hattest du ein Loch. Lieber du als irgendjemand wie Tyra. Wer? Ah, niemand. Ja. Also Gratulation, Kind. Gratulation, Junge. Ich denke, du wirst es wirklich groß aufbringen. Ah, danke, Sir. Eigentlich heißt es Man? Oh, egal. Moving up and above. Ja. Eigentlich heißt es ja amerikanisch ähnlich schon Sir für die Männer und Man oder Madam für die Frauen. Ja, yeah. Was uns unter in der Kanalisation erwartet, sehen wir dann beim das ist noch eine Katze. Eine Neko. No. Also ich glaube, wir haben bestimmt ein paar Katzen verpasst. Es ist auch eh so dunkel hier auf dem Boot. Egal. OBS? Wie lange nehme ich schon auf? 22 Minuten, ja. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal.